Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum letzten Show von Champions of Regnum. Ich bin jetzt hier in Gokstad Hafen und jetzt bin ich Diener des Reiches. Eine Reichsaufgabe habe ich abgegeben. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Monsognir. Da oben geben die anderen Quests ab. Ich habe hier Quests, Birke-Quests, hier Quests. Ein Obstart habe ich noch keine. Ja. Und jetzt, ich habe nebenbei ein bisschen Musik gehört. Von Games, von anderen Games. Und, habe wieder so ein bisschen in Nostalgie geschwärmt. Ich war früher PlayStation 1 Zocker. Und Nintendo 64 Zocker. Und so ein kleiner Bösewicht, ganz süß, mit nur einem Flügel, das ein Schwert ist. Ja, das ist Sephiroth. Habe ich das Lied gehört und habe dann den ganzen Kampf noch im Kopf gehabt. Ich war damals noch kein guter Zocker, noch viel zu jung. Und hab damals schon ein Spiel ab 18 schon gespielt. Ja, 16 mindestens. Weil ich einfach mit 10 Jahren schon im Kopf wie ein 30-Jähriger war oder so. Also so richtig erwachsen schon. Und Genova, der Gott. Ah. Genova. Und One-Winged Angel. Ah. Ja, dann habe ich Final Fantasy 8 gespielt. Das war Final Fantasy 7. Und dem Sephiroth. Final Fantasy 8 gefiel mir dann nicht mehr so gut. Aber Final Fantasy 9. Oh. Und ich habe ja in letzter Zeit ein paar Videos hochgeladen von Final Fantasy 14, dem MMORPG. Richtig geniales Spiel, aber auch leider sehr gestreckt, wie zum Beispiel hier in Regnum. Na gut. Sind halt eben MMORPGs. Aber die Musik ist einfach mega geil. Sephiroth. Sephiroth. One Winged Angel. Und Final Fantasy 9. Das war da mit dem. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ja, mit diesem Bruder von Zidane. Nicht Zinedine Zidane, sondern Zidane dem mit dem Affenschwanz oder ja Affenschwanz war's. Ach genial. Wenn es so ein MMORPG mit so cooler Story und so gäbe, das wäre so genial. Aber leider sind alle MMORPGs irgendwie eher Klopp, Rollenspiel, nix da, keine Story. Liebe Asia Grande, ich kotze gleich. Ich gehe oben durch. Ja, richtig genial, die Games früher gewesen. Da haben sie noch nicht alles in die Grafik gesetzt und keinen Spielspaß dahinter gepackt. Damals ging das so richtig. Damals hat man schon gestaunt, ab ganz schlechter Grafik. Und heutzutage, ist ein bisschen Game, aber schlechte Grafik habe ich dir. Dislike dich und so. Naja. Schlecht heutzutage die Leute. Also richtig. Meinen, sie können etwas ändern, wenn sie so blöd machen. Ja, ich habe recht viele Magneten gefunden, obwohl ich sie eigentlich nicht wollte. 39. Kann ich ja dann später mal ein paar Magnetwaffen verschenken oder einfach bauen und dann machen.
die Leute, die es verdient haben, dann die Waffen draus und die Quest. Aber ich spiele ja noch nicht lange. Jetzt sind es 2 Tage. Da ist noch ganz wenig dabei. Aber wenn wir sagen 20 pro Tag, ja, da komme ich gut was hin. Also da erreiche ich sehr viel. Und jo. So, endlich da. Jetzt können wir die Quests machen. Ah, hier ist noch etwas ausgewachsener Schneewolf. Oh, auch schon weiß. Ist der nicht automatisch? Hm? Ich habe den Feuerpfeil wieder rausgenommen. Den Ignistorch, der ist AOE. Der ist nicht so gut zum Leveln. Und zu langsam. Was machst du da? Was hast denn du? Das Teufelskostüm sieht denn scheiße aus auf dem Lamia. Aber auf dem Ding, auf dem Dunkelelf war es, glaube ich. Was war es? Was habe ich das letzte Mal genommen? Ich glaube, es ist Dunkelelf gewesen, ja. Da sah es richtig genial aus. Aber ein bisschen zu dünn. Aber ist normal. Und ich habe hier keine. Wo sind denn die Wölfe? Ist eine Katastrophale. Ich halte runter hier. So, mal ein bisschen schneller laufen. Setze ich nie ein. Ja, hier ist nichts. Müssen wir vielleicht hier runter. Hallo? Da gab's doch überall Wölfe. Und die alle weggefarmt. Ja, die Respawnrate ist manchmal zu gering. Das Fortzeugs ist auch immer noch sehr ausgeglichen. Naja. Die Söten sind nach Hause gegangen. Die waren vorher ein bisschen dominant. Ja, heute ist nichts los hier. Hä? Muss ich wieder auf das Tigerchen und vielleicht hier unten. Ja, könnte schon sein. Da ist mal ein Wolf. Wow. Hätte ich nie gedacht, dass noch ein Wolf kommt. Also ihr seht, ich bin schon Level 21. Bald 22 und es geht eigentlich relativ schnell. Es ist einfach mordslangweilig und dann höre ich Musik nebenbei und ja, spiele mit den Katzen, die mich immer wieder angreifen, weil ich die Maus bewege. Und so weiter. Ja, es sind süße 3 Monate alt, 4 Monate alt, weiß jetzt einfach nicht mehr genau. Ganz jung noch. Ganz niedlich. Einen Tiger, also Tiger, ja, grau, schwarz, weiß und ein schwarz-weiße Katze wie meine alte, die Luna, ist auch schwarz-weiß. Ja, das sind auch Darker Fangs. Ja, jetzt, was geht denn? Und ich denke, ich werde sie nicht nach meinen Haustieren benennen. Also das Haus, das Tier, das ich nehme hier. Und vielleicht ein zweiter, also ein Twink-Charakter.
Ein Barbaren vielleicht nochmals oder so. Ein anderes Haustier von mir. Weil ich einfach das Bestes nehmen will. Und ich benenne nicht meinen Charakter nach einem Spiel. Ich sehe immer wieder Leute hier herumrennen, die sich nach Spielen benannt haben. Und ja, das ist jetzt mal ein bisschen... Also, wollt ihr einen Charakter, der Pokémon Go heißt? Wenn dann Pokémon No, ja. Okay, der Witz war schlecht, genau. Ja, auf jeden Fall ist es nicht so. Ich will einen cooler Name für meinen Charakter, einen coolen Namen für mein Haustier, für mein Reittier. Ja. So. Dann gehen wir zurück nach Monsognir und geben die Quests ab. Lycani. Gut, dass ich das noch sehe. Ja, was... blödes Pferd. Deckst mich einfach den ganzen Bildschirm. Ja, was ist jetzt? Ich weiche dir, oder was? Jetzt auch wieder zweimal. Hm. Ja, gut. Ja, heute, also gestern, bei mir ist es schon, was ist jetzt für Zeit? 1:06 Uhr. Ja, gestern war nicht viel los hier. Fast keine Deutschen online. Das war schade. Ein paar habe ich erkannt. Danke im Nachnamen. Reittiernamen. Aber sonst nicht. Hallo. Und ich habe den Ring gar nicht bekommen. Ja. Und auf YouTube war auch nicht so viel los. Also. Bei allen irgendwie nicht. Schlechte Videos kamen von meinen abonnierten Kanälen und ja, bei mir kamen keine Aufrufe. Ja, nicht viele. Aber das erste Path of Exile Video, also der erste Part vom Let's Play, neuen, das kommt gut an. Auch von Titan Quest. Der erste Part, Anniversary Version. Und ja, der erste Part von Champions of Regnum ist jetzt noch nicht so gestartet. Ah, da seid ihr noch. Gut. Ja. Aber wenn dann plötzlich auch bei mir so der Hype losgeht, dann ist es auch für mich ein bisschen wohler. Schön, dass ihr Kommentare schreibt und liked. Zumindest einer. Und drei in einem Video von Regnum. Gut. Und ja, aber das müsst ihr alles entscheiden. Ich sehe immer wieder Leute, die werden irgendwie gezwungen von den Let's Playern zu liken und schreiben sie mir drauf, ja, ich hab geliked. Wer macht das? In die Kommentare schreiben, ja, ich hab geliked. Ist ein bisschen komisch, oder? Gut, danke schön für den guten die guten Armschienen. So. Ja, alles Junge, hä? Frechheit. Ah, wir hängen an den Quests, das ist nicht normal. Hm.
Ja, also, laufen wir noch ein bisschen herum und bisschen nach vorne hier. Da sind sicher noch welche. Ja. Da waren doch welche. Ja, Trolle. Schlimm, oder? Ah, Regnum. Wieso machst du so viele Sachen falsch? Ja? Ein Mann könnte so viel bewegen, aber nein, ja, die Entwicklungen sind so faul wie ein Stück Scheiße. Ja, okay, ein Stück Scheiße ist noch weniger faul. Na gut. Was ich noch gesehen habe, ich war beim Treffpunkt hier unter dem Vulkan und habe mir geschaut, wie die gegen Aggersborg gekämpft haben, wo Ignis war. Und was ich gesehen habe, ist einfach so, die Spieler sind gar nicht gewillt, irgendwie zu gewinnen oder so. Sind so erstens Angsthasen und zweitens zu passiv, oder? Naja, aber manche sind auch masochistisch und sterben die ganze Zeit. Ja, ne. Mal schauen, wie es dann klappt, wenn ich so hoch bin. Und was schreibt er? Buscamos gente para fundar un clan. Algo ayuda. Will jemand in den Clan? In den Clan? Ich bin eine dumme Kuh. Nein, weiß ja nicht, was das heißt. Alguien ayuda. Ich kann nicht Spanisch. Ich Spanisch ganz weg. Ich nichts können Spanisch. Jetzt endlich, Mann. Ja. Komm, bekomme ich jetzt auch einen Ring über dafür? Okay. Dann gehen wir hier mal ab. Was? Ich bekomme nichts Silber. Frechheit. Dann gebe ich hier ab. Zweimal sogar. Jetzt mal kurz den Bogen ausrüsten. Dann haben wir schon mal einen viel schnelleren auf jeden Fall. Okay, hier. Was bist du? Self. Ist einer, der schnell levelt. Der war mal keine Herausforderung. So, also wir haben drei. Wir müssen noch zwei annehmen. Nehmen wir noch den hier an. Nehmen wir den hier noch an. So, schauen wir mal. Ist keine Quest hier, nur draußen eine. Und gewinnen den Finnwald. Ja. Bobcat. Ah, der ist hier schon. Na klar. So. Und jetzt? Vorbeugender Trank. Jetzt muss ich wieder rein. Und hier. Da. Jo. Boah, was hat die, ey? Flügel und ein großes, dickes Pferd. Kriegspferd. Das hatte ich auch mal, aber da passt es. Das war, glaube ich, bei Isis, als ich das hatte. Und da war ich Papa. Nein, da war ich Baba. Sah richtig gut aus.
Oder war das 30? Heißt es gar nicht mehr. Hm. Alles könnt ihr ja nachschauen. So. Ich hatte das Pferd aber nur, weil ich so eine Spezialversion gekauft habe von Regnum. Für irgendwie 75 Euro oder so bekam man recht viele Sachen zu günstigerem Preis. Ja. Ist eine Steam-Spezialversion, sozusagen. Hm. Und jetzt müssen wir noch hier rein. So. Yay, geschafft. Oh, schon so viele Erfahrungen wieder. Also, schauen wir mal kurz. Nichts bekommen. Hm. Ja, ein paar Tränke verteilen. Ja, ist eine super Quest, oder? Prima. Nun gut. Dann gehen wir hier runter. Nehmen ein bisschen Abkürzungen. So. Und jetzt müssen wir zuerst in den Wald. Der Wald der Baumbären. Also hier müssen wir 5 junge Dackelfell. Hä? Wo sind die? Lungalinsian. Ja, zeig doch lieber, wo die sind. Da ist einer. Gut, lass mich kämpfen, bitte. Einen von 5, aha. Das ist aber ein Dagofang. Ich brauche einen jungen Dagofang. Dutcher-Dutcher-Fang. Oh je. Dutcher-Fang. Ja, man sieht's wieder, man findet überall diese Dackelfängs, oder? Das ist doch mal nice. Man fühlt sich so was von willkommen hier in Regnum. Man kann die Quest immer sofort abgeben. Naja. Wo soll ich denn noch hin? Dahin. Ich gehe wahrscheinlich mal dorthin. Hm. Also hier sind keine Dagofangs, nur eine habe ich ja besiegt. Das ist eine Frechheit. Es ist da eine. Nein, das ist ein Amphir. Den will ich nicht besiegen. Da ist wieder ein Dagofang. Okay, mache ich kurz. Oh, schon tot. Gut, aber mehr suche ich jetzt hier nicht. Oh je, diese Spammer wieder hier im Handelschat. Und die mal merken, dass sie das alles unnötig selber machen. Dann hätten sie gerade mal 100 IQ dazu gewonnen. Aber, ja, lieber spammen und so, ja. Ist halt nun mal so. Spammen ist ja nichts, muss man ja nichts machen. Ich bin immer einer, der Herausforderung sucht und solche Spiele sind immer welche, die Herausforderung besiegen. Die wollen immer, ja, die wollen natürlich sich in den Boten Intelligenzen und kräftigen. So. Gucken wir mal, was da ist. Da ist einer. Das ist ein Schneewolf.
Das ist ein Schnellwolf. Wo bist du jetzt? Da bist du. Gut. Noch ein. Und los sprinten. Schneewolf. Dackelfang hier. Ha, er kann den Ding nicht einsetzen. Muss die immer einsetzen. Weil ich ihn gesilenced habe. Wie heißt das hier? Schwindel. Ich bin schwindlig, ich kann keine Zaubersprüche mehr sprechen. Mir ist so schwindlig, oh. So. Genug. Gehen wir noch unten durch, oder? Vielleicht gibt es noch ein paar Schätze hier. Ja. In den nächsten Parts werde ich dann auch ein paar Quests machen. Obwohl, ja, eventuell ein paar überspringen. Sozusagen. Damit die so schnell wie möglich Reichsschlachten machen können. Weil ich habe gemerkt, im vorigen, also im Let's Play von letztes Jahr, im vierten Season Let's Play, habe ich gemerkt, die Leute wollen erst richtig schauen, wenn ich Reichsschlachten mache. Aber wie soll ich so einfach Reichsschlachten machen, wenn das Spiel halt einfach die ersten 50 Level überhaupt nichts Interessantes hat. Nur ödes Leveling. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber es ist halt einfach zu wenig gut, um ein erfolgreicher Let's Player zu sein. Und ja, das demotiviert mich natürlich da auch ein bisschen, obwohl ich überhaupt nicht darauf schaue, dass ich gut ankomme und so weiter und Werbung machen muss und alles mögliche. Sollten, dass ich vor allem den Spielern, also Zuschauern, die mich schauen und auch als Fan akzeptieren, also der Fan von mir so im Sinne akzeptiert haben, dass ja, sie mir auch ein bisschen helfen, indem sie die Video ganz schauen und liken und Kommentare schreiben und ja, mir auch ein bisschen helfen mit Wünschen und Verbesserungsvorschlägen und so weiter. Aber ja, es ist schwer, so richtig etwas zu finden in einem solchen Spiel. Also, was soll ich jetzt genau reden? Es ist immer so ein bisschen ein Vordenken, was genau soll ich im Part machen. Ich will euch ja nicht langweilen. Ich will euch so gut wie es geht motivieren, die Videos zu schauen und vielleicht auch selber Regnum zu spielen. Und ja, das geht in den ersten Parts einfach gar nicht. Und deshalb habe ich auch ein Let's Show angefangen und nicht ein Let's Play. Aber wenn ich so Level 30 bin, werde ich dann mit euch zusammen einfach mal rausgehen, auch wenn ich ein paar Mal sterbe. Und zeigen, wie die Leute da so kämpfen, oder? Sieht so hässlich aus, so ein Fetter von kleinem Tiger. Jetzt müssen wir nach Birka. Wir nehmen aber hier noch Quests an, hä? Oh Gott. Schaut euch das mal. Ah nein, die Quest will ich nicht annehmen. Ja. Den Wächter hier.
Oh, ein Amulett, Rache-Amulett ist das, merkt mit Schaden, hoffentlich. Oh, man kann nicht hüpfen. Nehmen wir die hier hinten noch an. So. Jetzt haben wir 5. Gut. Also, der Part ist leider schon wieder vorüber. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, ich mache jetzt ein paar Quests hier in Monsognir fertig und in Birka. Und im nächsten Part schauen wir mal, ob wir da in Gokstad dann noch gute Quests haben, die ein bisschen spannender sind. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schlecht. Aber ich schau mal, ich teste mal, wie ich mich so schlagen kann beim Zugucken in den Reichsschlachten. Und eventuell mache ich danach ein Video. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal, euer Drago. Tschüss.